leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Das ist der Ford Explorer Plug-in Hybrid. Der Ford Explorer in Amerika gerade mal ein Midsize SUV, ist bei uns ein SUV aus der gehobenen Mittelklasse von der Größe her. Mitbewerber wären der BMW X5, der Range Rover Sport und auch der Audi Q7. Und gerade der Audi Q7 ist interessant, der ist nämlich genauso lang wie der Ford Explorer. Der Ford Explorer wurde als 6. Produktgeneration im Januar 2019 in Detroit erstmals vorgestellt. Seit Ende 2019 ist der Explorer auch in Deutschland verfügbar. Er wird in Chicago in den USA gebaut. Beim Euro NCAP Crashtest hat er im Jahre 2019 alle 5 Sterne bekommen. Ja, bei den Preisen macht es mir Ford sehr einfach. Der Basislistenpreis für den Ford Explorer, der liegt bei 76.000 Euro. Und unser Testwagen, so wie er hier steht, kostet genau 77.000 Euro. Als Option ist nämlich lediglich die Farbe mit dabei. Ja, wenn ihr sagt, Mensch, so ein Plug-in-Hybrid, großes SUV, ne, das möchte ich schon gerne haben, aber 77.000 Euro, woher nehmen, wenn ich stehlen? Dann wollt ihr das Auto vielleicht leasen. Direkt der erste Link unter unserem Video, der bringt euch zu unserem Partner leasingmarkt.de, direkt zu den Leasing-Angeboten des Ford Explorers. Da könnt ihr mal ein Gefühl dafür kriegen, was man so monatlich für einen Explorer hinlegen muss, je nach Kondition. Wenn ihr da ein Angebot findet, was euch zusagt, schreibt den Händler auf jeden Fall mal an. Vielleicht wird er auch noch ein bisschen preiswerter, muss man gucken. Jedenfalls der erste Link direkt unter diesem Video und dann könnt ihr die guten Leasing-Angebote von leasingmarkt.de euch ansehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Als Antrieb dient dem 2021 Ford Explorer 3,0 EcoBoost Plug-in Hybrid ein Hybridantriebsstrang. Offensichtlich. Der besteht aus einem 3 Liter V6 Benziner und einem Elektromotor. Der Verbrenner leistet 363 PS und hat ein maximales Drehmoment von 555 Newtonmeter, welches ab 2500 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Elektromotor, der sich im Getriebe befindet, leistet 75 kW, das sind 102 PS und der hat ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmeter. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 457 PS sowie ein maximales Systemdrehmoment von stolzen 825 Newtonmeter. Geschaltet wird automatisch mittels eines 10-Gang-Wandlers, also einer Automatik. Der Testwagen hat Allradantrieb, welcher seine Kraft an die Hinterräder abgibt, bei Bedarf die Kraft aber auch an die Vorderräder verteilen kann. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in stolzen 6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 230 km/h. Batterieelektrisch kann man eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h erreichen. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt nach WLTP 3,1 Liter und 20,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 71 Gramm pro Kilometer. Die NEFZ-Werte 2,5 Liter bei 66 Gramm pro Kilometer. Der Tank fasst 68 Liter, super. Die batterieelektrische Reichweite nach WLTP ist mit 42 Kilometern angegeben. Der Ford Explorer wird in Deutschland ausschließlich als Plug-in-Hybrid angeboten. In anderen Märkten kann man ihn auch als Benziner und Vollhybrid bestellen. Ford bietet den Explorer bei uns in Deutschland auch nur in 2 Ausstattungslinien an. Das ist einmal die ST-Line, die zeigen wir euch hier. Das ist die sportliche Ausstattungslinie und die Platinum. Das ist dann die höhere Ausstattungslinie, die mit ein bisschen mehr Blink-Blink noch daherkommt. Schon in der ST-Line hat das Fahrzeug LED-Scheinwerfer. Und ihr seht auch unten, das Fahrzeug kommt auch mit Nebelscheinwerfern. Ja, bei uns in Deutschland steht der Explorer immer auf 20 Zoll Felgen. Die unterscheiden sich halt von der Ausstattungslinie im Design, aber es sind immer 20 Zöller. Wir haben eine Bodenfreiheit von 204 mm. Den Ford Explorer kann man sich in 8 unterschiedlichen Farben ordern. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich Infinity Blau, nee, Infinite Blau. Infinite Blau Metallic. Ja, ich konnte gar nicht aufhören. Ne? So ein V6 hört sich doch gut an, wenn man es mag. Wenn man Elektro lieber mag, dann ist schrecklich. Was ich richtig lustig finde, 4 Auspuffrohre seht ihr.
Das ist eine Mogelpackung, die ich so noch nicht gesehen habe, denn in den Auspuffrohren sind Auspuffrohre, die nach unten zeigen dann. Es kommt also nichts an Abgase nach hinten raus, sondern es wird nach unten weitergeleitet. Sieht so aus, als wären da Klappen drin, sind es aber nicht. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Derweil spiele ich hier die Lichtorgel an den Rückleuchten einmal durch. Jede Funktion möchte ich euch einmal zeigen. Und ich sage mal, da sind auch noch Glühbirnen drin. Man weiß es heutzutage nicht, manchmal ist das auch LED-Technik schon, aber für mich sieht das nach Glühlampen auf, gerade die Blinker, die da so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, wir haben Plug-in-Hybriden. Die Batterie oder der Akku befindet sich unter der Rücksitzbank, fast 13,6 Kilowattstunden. Geladen wird hier vorne unter der Klappe. Da kann ich den Typ-2-Stecker einbringen. An der Haushaltssteckdose braucht es 6 Stunden, bis der Akku voll geladen ist. Am Schnelllader oder der Wallbox geht es in 3 Stunden 20. Allerdings ist der Onboard-Loader limitiert auf eine Ladegeschwindigkeit von 3,6 Kilowattstunden. Bringt es also keinen Unterschied, ob er nun am 11 kW Lader steht oder am 22 kW. Das Auto nimmt halt nur 3,6 kW entgegen. Wenn ich das Fahrzeug lade, dann sieht man hier die blauen LEDs, die zeigen den Ladezustand an. Das ist jetzt etwas über halb voll, denke ich mal. Und wenn alles blau leuchtet, dann ist die Batterie vollgeladen. Und wenn ich dann im Fahrzeug sitze und nur die Zündung anmache, also nicht das Auto komplett starte, dann sehe ich diesen Screen hier, wo mir dann auch nochmal gezeigt wird, wie sich das mit dem Ladezustand verhält. Deine Meinung interessiert mich. Schreib mir deine Meinung einfach unten in die Kommentare. Mit der Funkfernbedienung kann ich das Fahrzeug aus der Ferne selbstverständlich ver- und entriegeln. Und wenn ich hier zweimal kurz hintereinander die Öffnen-Taste gedrückt habe, dann öffnen sich auch zumindest die vorderen Fenster. Ja, und wenn man im Fahrzeug sitzt, kann man die Fenster auch wieder schließen. Ich habe es zumindest nicht hinbekommen mit der Funkfernbedienung. Auf jeden Fall kann man das Fahrzeug natürlich auch ver- und entriegeln. Jetzt ist es verriegelt. Und wir haben ein Keyless Entry, ich habe den Schlüssel nur in der Tasche, an allen 4 Türen bzw. auch hinten am Heck. Die Tür, was für ein Gerät, öffnet schön weit und wir werden begrüßt von einer ST-Line Einstiegsleiste. Ja, der Einstieg, natürlich geht es nach oben, es ist schließlich ein SUV, 204 mm Bodenfreiheit. Um euch das aber zu verdeutlichen, ich bin ja 1,80 Meter groß, ich kann mich hier quasi direkt auf den Sitz schieben und auch so mit Rückenleiden bequem einsteigen. Herzlich willkommen im Ford Explorer in der ST-Line Ausstattungslinie. Ich starte das Fahrzeug mal, beziehungsweise, doch, das war der Start, Batterie elektrisch. Und dann seht ihr, das der Sitz fährt nach vorn und das Lenkrad sich auch entsprechend in Position. Ich fange gleich an mit dem Materialcheck. Hier das Armaturenbrett ist mit einem weichen Material bezogen. Das hat aber auch noch eine gewisse Härte. Und hier vorne die Ecke. Das ist harter Kunststoff. Das Armaturenbrett zieht sich hier komplett rum mit dem Material. Dann gibt es hier ein harten Kunststoff-Inlay oder eine Applikation, ja, so in Rautenform. Darunter haben wir dann auch nochmal einen weichen Werkstoff. Und das Handschuhfach, das besteht dann aus einem harten Kunststoff. Einmal in den Fußraum. Der Teppich zieht sich hier sehr weit hoch. Dann folgt hier harter Kunststoff. Und das bricht auch gar nicht ab. Das Infotainment-System ist einmal hochglänzend schwarz eingefasst. Und der Rest hier, den ich euch zeige, das ist harter Kunststoff. Dann ist hier im Mittelkanal noch ein bisschen Silber lackiert. Und das Polster von der Mittelarmlehne, das ist dann Kunstleder. Die Sitze hingegen auch mit roter Kontrastnaht, die sind mit Leder bezogen. In der Tür oben weicher Werkstoff, dann haben wir hier ein Kunstleder, auch wieder mit einer roten Kontrastnaht. Es geht dann hier ein ganzes Stückchen und im unteren Bereich haben wir dann harten Kunststoff. Ja, das ist auch harter Kunststoff. Die A-Säule ist mit schwarzem Stoff bezogen, so auch der Himmel. Und hier spüre ich zumindest eine leichte Unterschäumung. In unseren Breiten ist der Ford Explorer ja durchaus ein Flaggschiff im SUV-Bereich für Ford. In Amerika ist es eher ein Midsize-SUV. Von daher die Materialwahl eher zweckmäßig, denn besonders elegant. Aber zumindest eine Menge Leder und Kunstleder haben wir ja hier. Hier ist dann der Startknopf, den kann ich drücken, damit das Fahrzeug startet. Als Plug-in-Hybrid startet er natürlich batterieelektrisch, da bekomme ich erstmal gar nichts von mit. Dann haben wir also hier das aufgestellte Display vom Infotainment-System. Das ist natürlich ein Touchscreen.
Hier unten habe ich einen Lautstärkeregler und einen Tune-Regler, zwei Skip-Tasten und hier in der Mitte dann die Taste für den Warnblinker. Könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen größer sein, ist aber schön mittig angebracht. Daneben dann die Taste für die Rückfahrkamera bzw. 360-Grad-Kamera und die Parkpiepser kann ich hier deaktivieren. Nochmal ein Stück nach oben, links und rechts neben dem Display sind Lüftungsdüsen, die ich frei verstellen kann und den Luftstrom steuere ich über das Drehrad. Und genauso funktionieren dann auch die äußeren Lüftungsdüsen. Ja, unter der Steuerung vom Infotainment-System haben wir dann die Klimaanlage bzw. die Steuerung der Klimaanlage. Hier gibt es auch eine Menütaste. Und die gibt mir dann hier so ein Mini-Menü auch nochmal im Display. Ich habe zwei Klimazonen hier vorne und ich habe eine dreistufige Sitzheizung, die den Sitz auch sehr schön wohlig warm macht. Das gilt auch für die Lenkradheizung, die ist allerdings nur einstufig. Und eine Sitzbelüftung bringt der Sitz auch noch mit. Der lässt sich allerdings nicht parallel zur Sitzheizung schalten, sondern entweder heizen oder halt lüften. Im weiteren Verlauf haben wir dann hier den Gangwahlhebel bzw. den Fahrstufenschalter. Wenn ich drücke, komme ich in den manuellen Modus. Dahinter die elektrische Feststellbremse, ein Auto-Hold-Knopf. Hier kann ich die EV-Programme durchschalten, den Parkassistenten aktivieren, ESC regeln und die Bergabfahrhilfe aktivieren. Und über den Drive-Mode-Schalter kann ich durch die unterschiedlichen Fahrprogramme schalten. Das ist das Lenkrad des Fahrzeugs, ein Multifunktionslenkrad, wie man sehr schön sieht. Wir haben hier eine elektrische Lenkradverstellung auf der linken Seite. Wähle ich auch gleich mal aus. Ich zeige euch jetzt einmal den kompletten Radius. Und jetzt nochmal in der richtigen Geschwindigkeit wieder in meine Position, so wie ich gerne fahre. Kann euch noch sagen, wenn man das ganz unten einstellt, das Lenkrad, zumindest in meiner Sitzposition, verdeckt dann der Lenkradkranz oben Teile des Cockpits. Das Lenkrad ist mit Leder bezogen. An den Griffflächen haben wir ein perforiertes Leder und auch hier finden wir wieder die rote Kontrastnaht. Am Lenkrad links kann ich im oberen Bereich den adaptiven Tempomaten und den Spurhalteassistenten steuern, im unteren Bereich die Lautstärke vom Infotainment-System regeln. Auf der rechten Seite habe ich im oberen Bereich die Steuerung für das digitale Display und im unteren ebenfalls wieder Zugriff zum Infotainment-System. Das Fahrzeug verfügt auch über Schaltwippen. Die sind direkt am Lenkrad angebracht. Drei Finger kann ich bequem drauf ablegen, vier, wenn ich ein bisschen quetsche. Ich kann die auch gut erreichen und die sind halt aus harten Kunststoff gefertigt. An der Lenksäule rechts dann der Scheibenwischerschalter. Wir haben Scheibenwischer vorne und hier über diese Wippe kann ich den Scheibenwischer hinten aktivieren. Links dann der Blinker, Lichthupe und Fernlicht. Dazu habe ich noch einen Taster, über den ich den Spurhalteassistenten ein- und ausschalten kann. Links neben dem Lenkrad dann der Schalter zum Öffnen der Tankklappe, das brauchen wir mal bei Plug-in-Hybriden. Die Kofferraumklappe, die elektrische, kann ich von innen öffnen. Den Lichtschalter habe ich hier und kann hier aber auch Nebelschlussleuchten und Nebelscheinwerfer aktivieren. Dazu noch die Cockpit-Helligkeit einstellen. Vor dem Türöffner habe ich die Wippe der Zentralverriegelung und drei Speicherplätze für Lenkrad- und Sitzkonfiguration. In der Erweiterung der Armlehne haben wir dann die vier elektrischen Fensterheber. Hier oben kann ich die hinteren Fenster auch sperren. Dazu dann noch die Spiegelverstellung und hier habe ich einen Knopf, mit dem klappen die Spiegel dann elektrisch an. Auf der Fahrerseite habe ich keinen Haltegriff, aber an der Beifahrerseite. Ich bin 1,80 Meter groß, ich presse mich mal in den Sitz. Ich bekomme hier bequem noch eine Faust zwischen meinen Kopf und den Himmel. Hier haben wir noch ein Glasschiebedach, das ist serienmäßig dabei. Und dennoch habe ich so viel Kopffreiheit, das merke ich auch, wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe. Nichts schränkt mich hier ein. Der Blick nach vorne, man merkt schon, dass man in einem großen SUV sitzt, richtig hoch. Ich will nicht sagen so hoch wie in meinem Chevy, aber das ist schon eine Klasse für sich. Der Blick nach vorne wird dann trotzdem gestört hier von diesem Display, was da noch aufgesetzt ist, sodass so eine richtige Weite nicht entstehen kann. Aber allein schon durch die Breite der Mitte
Mittelarmlehne sehe ich halt, hier passen zwei Arme drauf. Ich habe hier richtig viel Platz in dem Auto. Also es ist schon gehobene Mittelklasse oder obere Mittelklasse auf jeden Fall von der Größe des Fahrzeugs. Die Sitze lassen sich elektrisch verstellen. Den Sitz kann ich vor- und zurückstellen. Ich kann den vorne so anstellen oder im Ganzen halt heben und senken. Dazu habe ich noch die Lehnenverstellung und eine Lordosestütze, die kann ich ein- und ausfahren. Dazu habe ich noch eine Lordosestütze, die kann ich nur rein- und rausfahren, aber nicht in der Höhe verstellen. Dafür ist die so angelegt, dass ich drei Felder habe, die ich hier bewegen kann. Und die kann ich dann unterschiedlich weit rein- und rausfahren. Hoppla, den wollte ich auch nochmal bewegen. Dazu kommt das System noch mit einer Massagefunktion. Da habe ich hier unterschiedliche Massageprogramme, 5 an der Zahl, und die kann ich dann noch von der Intensität einstellen zwischen niedrig, mittel und hoch oder das Ganze auch ausstellen. Was ich richtig klasse finde, und das habe ich so in der Form, glaube ich, noch gar nicht gehabt, volle Erholung zum Beispiel, da bewegt er auch das Sitzkissen. Das sieht man jetzt hier ganz schön. Also es ist nicht nur eine Massage im Rückenbereich, sondern der Po wird im Prinzip auch noch durchgeknetet. Hört sich erstmal komisch an, ist aber schon sehr bequem. Ja, und die Kopfstützen, die verstelle ich manuell, habe aber die Möglichkeit, die hier so mit rastenden Möglichkeiten so ein bisschen nach vorne zu stellen. Manche Leute mögen das ja, dass ihr Kopf da so eingequetscht wird. Ich nicht so. So sieht die Zusammenfassung aus, wenn man das Fahrzeug gerade ausgeschaltet hat. Ich starte den Wagen jetzt aber nochmal, damit ihr hier die komplette Animation zum Start seht. Oder die Lichtorgel, wie ich auch so gerne sage. Ja, das Cockpit eigentlich sehr aufgeräumt, das Digitale. Auf der Seite ganz links der Drehzahlmesser, nur so als kleiner Balken angegeben. Daneben der Tachometer in doppelter Form. Einmal drumherum im Kreis sieht man die Geschwindigkeit sich entfalten. Und sie wird mir natürlich auch digital angezeigt. Im unteren Bereich seht ihr dann noch die Kühlwassertemperatur an. Anzeige und der Gesamtkilometerstand, daneben dann die Außentemperatur, die Fahrstufe, die eingelegte, der Akkuzustand, die Reichweite des Tankes, beziehungsweise das wird, glaube ich, einfach zusammengerechnet, und ganz außen dann die Anzeige der Batterie. Jetzt kann ich hier durch den Bordcomputer einmal durchschalten. Da habe ich so unterschiedliche Werte, die ich mir anzeigen lassen kann. Witzigerweise, und ich weiß nicht warum, über die Menütaste kann ich Bildschirme auswählen, das heißt also andere Einstellungen. Und ich kann hier immer nur 7 Einstellungen aktivieren. Also ich kann nicht sagen, zeig mir alles an, sondern es geht tatsächlich nur 7 Sachen, die man sich auswählt. Ja. So ist es halt. Ne? Und dann kann man natürlich noch in den Bereich Audio springen, wenn man denn möchte. Und dann wird mir das aber hier trotzdem nicht angezeigt. Also die Anzeigemöglichkeiten relativ limitiert. Wenn ich jetzt nochmal die Fahrprogramme wähle, das wäre normal. Dann haben wir, Eco wollte ich. Das Eco-Programm. Sport gibt dem Ganzen dann eine andere Anmutung. Da habe ich dann den Drehzahlmesser auch plötzlich richtig auf der rechten Seite. Da wird das Display also anders genutzt. Und dann habe ich ja noch das Fahrprogramm Ladung Anhänger. Auch hier habe ich den Drehzahlmesser dann fest im Griff. Und wenn ich nochmal ganz auf die andere Seite mich bewege, da haben wir ja die 3 Offroad-Programme. Unbefestigte Straße beispielsweise. Dann habe ich hier auch nochmal ein Drehzahlmesser und so ein Gradmesser, ne, Gefälle und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und so sieht das Ganze dann bei Eis und Schnee aus. Finde ich alles ganz schick gemacht. Allerdings ist es ein bisschen nervig, wie lange das System braucht, um die unterschiedlichen Skins quasi zu laden. Und wenn ich jetzt hier die EV-Taste nochmal nehme, jetzt nochmal zurückgeschaltet in den normalen Modus, dann habe ich hier den Normalbetrieb, rein elektrisches Fahren, später soll er den Strom speichern oder dem Motor sagen, er soll während der Fahrt auch aufladen. Und die unterschiedlichen Programme sieht man dann in Icon-Form da unten ganz klein dargestellt.
schließe ich gleich den Schulterblick an. Die B-Säule ist schon richtig breit, also muss man immer schon so ein bisschen den Hals recken. A und die andere A-Säule sind auch breiter, da kann man aber gut vorbeisehen. Aber hier jetzt vielleicht für euch nochmal explizit der Blick nach vorne. Das ist schon was, ne? Da merkt man schon, man fährt ein großes Auto, sagt euch selbst Hallo. Hier auch nochmal die Breite der B-Säule, da ist die C-Säule, dann zwischen C und D-Säule eigentlich ein Fenster, wird jetzt verdeckt durch die Kopfstütze und die D-Säule hinten ist natürlich auch nochmal ziemlich breit. Also hier haben wir einen potenziellen großen toten Winkel, der uns aber natürlich nichts macht, weil wir ja vorher immer artig in den rechten Außenspiegel gucken und somit kann gar kein toter Winkel entstehen. Die Spiegelfläche der Außenspiegel angemessen groß für die Größe des Fahrzeugs und man hat wirklich auch eine gute Sicht nach hinten. Das gilt auch für den Innenspiegel. Hier sehe ich mit einmal die komplette Heckscheibe, auch wenn die Heckscheibenöffnung nicht ganz so groß ist und natürlich auch ziemlich hoch angebracht ist. Das ist nochmal hier der Rundumblick vollzogen quasi. Da sieht man das auch nochmal. Ihr wisst aber zumindest, da hinten ist das Fahrzeug zu Ende. Das ist eben schon mal angekündigt. Wir haben hier eine 360-Grad-Kamera. Warum sie hier das Display nicht völlig ausnutzen, verstehe ich nicht. Wenn ich am Lenkrad drehe, bewegen sich die Linien der Rückfahrkamera, nicht aber der 360-Grad-Ansicht. Und wenn ich jetzt wieder nach vorne schalte, dann habe ich keine Kameraansicht. Nutze ich hingegen hier die Kamerataste, dann habe ich jetzt auch die Sicht nach vorne. Da werden mir allerdings auch keine Linien beim Fahren angezeigt. Ich gehe nochmal in den hinteren Bereich. Hier kann ich jetzt auch nochmal mir die Ansichten in groß anzeigen lassen. Ja, was ein bisschen besser hilft beim Einparken als diese zwei kleinen Fenster, finde ich zumindest. Ja, somit habe ich euch die wichtigsten Funktionen hier einmal vorgestellt und die Materialien. Und was noch fehlt, ist der Hupencheck. So hört sich die Hupe an im Ford Explorer. Ja, dann mache ich gleich weiter mit dem Ablagencheck. Zeige euch einmal die Ablagen hier in der ersten Sitzreihe, wie auch die zusätzlichen Funktionen, die nicht ganz so wichtig sind, die ich eben ausgelassen habe. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen und wie immer habe ich hier meinen halben Liter Y-Food dabei. Y-Food als mein Partner präsentiert euch eine ausgewogene Trinkmahlzeit, jede Menge Vitamine, Mineralstoffe und 500 Milliliter haben 500 Kalorien, machen mich 4 Stunden lang satt. Ist für mich eine super Alternative, statt irgendwo an eine Pommesbude ranzufahren oder ein Fastfood-Restaurant. Ne? Das Ganze gibt es als halbe Liter, hier Geschmacksrichtung Fresh Berry, aber auch nochmal als 0,3 Liter Flasche oder nee, 0,33, ich will nichts Falsches sagen. Und hatte ich schon gesagt, 4 Stunden macht mich das Ganze satt. Somit ist das für mich wirklich auch hier am Bilster Berg. Ich habe eben so eine kleine Flasche getrunken. Gut, die habe ich immer dabei, damit ihr schön vergleichen könnt. Man sieht es, die passt hier locker rein. Sieht fast ein bisschen klein aus. Also kommen hier auch gut Literflaschen rein und die kann man auch noch gut rausnehmen. Die Türtasche ist auch in voller Länge quasi zu nutzen. Finde ich auch ganz praktisch. Da hat man also jede Menge Platz. Die nächste Ablagefläche befindet sich dann unter dieser Klappe. Klappt einmal auf. Da seht ihr jetzt, wir haben 2 USB-Anschlüsse. Einmal den, den ich hier nutze und dann noch einen USB-C-Anschluss dazu. Und hier sind auch nochmal 12 Volt verfügbar über den Standardanschluss. Unten drin haben wir eine rutschfeste Matte. Und es geht hier einmal, sieht man das vielleicht? Ich lege mal den Zettel da hinten rein. Also es geht schon ziemlich weit rein. Und das Fach, ja, da passt schon einiges rein. Ich nehme mal eben mein Telefon noch dazu. Das ist das iPhone 11 Pro Max. Das passt hier auch locker rein. Dann kommt das Fahrzeug mit 2 Getränkehaltern hier nochmal. Beide verfügen über 4 Abstandshalter. Und davor ist nochmal ein kleineres Fach. Ja, was da rein soll, weiß ich nicht. Vielleicht der Autoschlüssel. Ich probiere mal die Getränkehalter aus. Der halbe Liter, den muss ich hier schon ein bisschen reindrücken. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Die kleinere Flasche hat halt ein bisschen mehr Spiel und zappelt hier ein bisschen rum. Aber beim Fahren ist das, glaube ich, nicht so wirklich störend. Dann haben wir noch vor der Armablage ein Fach.
mit dem Qi-Symbol. Nee, das ist gar nicht da drauf, aber das Symbol zum induktiven Laden. Und hier kann ich halt Telefone induktiv laden, wenn sie das denn unterstützen und nicht zu groß sind. Hier mein iPhone 11 Pro Max mit Hülle passt da gerade eben so rein. Da ist aber wirklich nicht mehr viel Platz. Die Armablage als solche kann ich nicht bewegen, sondern nur öffnen. Dann habe ich hier einmal so einen kleinen Schlitten, auch mit einer rutschfesten Unterlage. Den kann ich aber auch rausnehmen. Das Ganze ist beleuchtet und im vorderen Bereich habe ich hier auch nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Ja, und da irgendeine andere Ablage für irgendwas, vielleicht auch für den Schlüssel. Ich weiß es nicht. Das Fach ist jedenfalls amerikanisch schön groß gehalten. Ich denke, von den Flaschen würde ich jetzt hier noch zwei jeweils daneben bekommen, auf jeden Fall. Und kann das natürlich auch schließen entsprechend. Selbstredend haben wir auch ein Handschuhfach. Das ist hier mit der Pressemappe gefüllt. Und dann haben wir noch die Warnweste. Das ist auch beleuchtet, wie man hier ganz gut sehen kann. Und hat so eine gewisse Struktur. Wofür, warum, man weiß es nicht. Aber richtig viel Platz bietet es nun auch nicht, denn damit ist es eigentlich schon, naja, doch ein paar andere Sachen passen da halt auch noch rein. Die Sonnenblende kommt mit einem Make-up-Spiegel. Proportional zur Fahrzeuggröße ist der eher mittelgroß bis klein, aber man kann ihn hier schon gut nutzen. Zwei LEDs beleuchten das Ganze und dann haben wir hier noch einen Clip, wo ich Tickets reinpacken kann oder vielleicht auch die Rettungskarte. Das Ganze kann ich natürlich auch zur Seite drehen und nach hinten ausziehen und hier kann von der Seite dann also auch keine Sonne mehr einfallen. Man merkt, es ist ein amerikanisches Modell. In der Dachkonsole habe ich ein Fach für Brillen. Das ist mit einem Gummi ausgekleidet. So mittelgroße Brillen sollten da locker reinpassen. Dazu habe ich dann noch Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Wenn ich die Tür öffne, ist das auch gleichzeitig die Einstiegsbeleuchtung. Daneben seht ihr noch diese zwei blauen Punkte. Die gehören dann zum Ambient Light. Das zeige ich euch später noch. Ja, hier auch die Steuerung vom Panoramaglasdach. Das kann ich also einmal hier elektrisch verdunkeln. Und wenn es jetzt hier ganz geschlossen ist, sieht man ganz gut, der schwarze Stoff ist auch blickdicht. Das Panoramaglasdach ist in zwei Hälften geteilt. Und die vordere Glasscheibe schiebt sich dann unter die hintere. Und vorne stellt sich natürlich so ein kleiner Kamm auf. Das Fahrzeug ist groß, bietet aber zumindest in der ersten Reihe auch jede Menge Staumöglichkeiten. Hier gerade das Fach unterhalb der Armlehne, das ist natürlich riesengroß. Sowas kennt man in Deutschland gar nicht. Dann möchte ich euch noch einmal rudimentär die wichtigsten Informationen hier vom Infotainment-System präsentieren. Das System begrüßt mich quasi so mit einer Zweiteilung. Hier oben wird mir angezeigt, dass mein Telefon induktiv geladen wird. Die Uhrzeit und die Außentemperatur wird mir hier halt auch kredenzt. Im unteren Bereich haben wir dann Kurzwahltasten zu den einzelnen Funktionen. Wenn ich jetzt hier mal bei Audio starte, habe ich die Möglichkeit, Quellen zu wählen. AM, FM, DAB und Bluetooth. Ich bleibe mal bei DAB, lustigerweise, ich weiß gar nicht warum, läuft hier gerade Radio Bob. Unten habe ich auch noch Tasten und wenn ich die gedrückt halte, dann wird das Preset entsprechend gespeichert. Ich hatte bloß hier eben weiter gedrückt. Na komm, lieber zweimal Radio Bob als keinmal Radio Bob und das kann man hier auch noch entsprechend weiter scrollen oder sliden. Es gibt auch eine Suchfunktion für alle Sender. Kann ich also alphabetisch durchscrollen. Und Ensemble, die sind ja immer so geclustert, die DAB-Sender. Dann kann ich hier durch die Ensembles quasi durchschalten. Da oben gibt es eine Zurücktaste und dann bin ich wieder bei der Ansicht. Gibt es auch noch die Navigation. Die wird mir dann hier auch dankenswerterweise dann vollbildlich angezeigt. Da suche ich mir jetzt mal eine Adresse. Ihr merkt es schon, manchmal ist das System ein bisschen träge. Ich will in die Werther Straße.
42 in Bielefeld. Achso, und dann sage ich noch suchen. Ja, zeigt er mir die Adresse hier unten an. Auch das hat ein bisschen gedauert, könnte das direkt als Favorit ablegen. Sage jetzt aber mal Start, er soll losmachen. Jetzt habe ich... Bitte fahren Sie zur markierten Route, dann beginnt die Routenführung. Okay, habe ich hier die Möglichkeit zwischen 3D und 2D in den zwei Ausrichtungen zu schalten. Hier direkt eine Taste zum Route abbrechen. 17.44 Uhr wäre ich zu Hause, 82 Kilometer nicht zu Hause, sondern da am Ort. Ich wundere nicht. Und im oberen Bereich werden mir dann die nächsten Navigationsschritte angezeigt. Breche ich das Ganze mal ab? Jawohl, das will ich. Brauche auch wieder ein bisschen. Dann habe ich hier am Lenkrad doch eine Taste für die Spracherkennung. Nutze ich die doch mal. Adresse suchen. Nennen Sie die Stadt, gefolgt von der Straße und der Hausnummer. Wenn Sie in einem anderen Land suchen möchten, Bielefeld, sagen Sie Land ändern. Bielefeld, Wertherstraße 42. Wenn Sie bereit sind, betätigen Sie die Sprachtaste und sagen Sie als Ziel einstellen. Oder sagen Sie ändern. Als Ziel einstellen. Das Ziel wird eingestellt. Bitte fahren Sie zur markierten Route, dann beginnt die Routenführung. Zielführung abbrechen. Bitte versuchen Sie es noch einmal. Routenführung abbrechen. Die Routenführung wird abgebrochen. Dazu haben wir unten noch den Bereich Mobile Apps. Da kann ich mir unter anderem hier so ein Schema ansehen, wie der Batteriestrom gerade läuft. Also ich bin jetzt im Lademodus, dass den Motor gerade laufen, der Akku lädt voll. Dazu gibt es noch Einstellungen, Assistenzsysteme, Fahrzeug, Konnektivität. Unter Fahrzeug finde ich dann die Klangeinstellungen. Da habe ich also einen dreistufigen Equalizer. Und kann beim Klangmodus noch zwischen Stereo und Surround Sound wählen. Jetzt habe ich mein iPhone hier mit dem Kabel auch nochmal mit dem System verbunden. Und Apple CarPlay wird mir jetzt nur im oberen Bereich des Fensters angezeigt. Also doch ein bisschen kleiner halt. Lässt sich aber trotzdem auch gut bedienen und funktioniert halt problemlos. Android Auto könnte man wahrscheinlich genauso nutzen. Mit an Bord hier bei dem Fahrzeug ist ein Premium-Soundsystem von B&O Play. Das ist ja quasi so die zweite Marke neben Bang & Olufsen. Ne? B&O steht für Bang & Olufsen, das ist aber Play. Ich meine, das wäre so eine preiswerteres Label, einen drunter. Das hört sich wirklich sehr gut an, das System. Ich würde das gar nicht anders haben wollen. Es ist natürlich Amerika üblich ein bisschen basslastiger ausgelegt. Der Lautstärkebereich geht von 0 bis 30 und zumindest bei DAB Radio kann man bis 24, das ist dann schon oberhalb von Zimmerlautstärke, sehr schön Musik hören. Höhenmitten differenziert, der Bass drückt auch ein bisschen. So, einmal das Ambient Light und starte mal die Zündung. Jetzt haben wir hier einmal die Getränkehalter sind beleuchtet, das Fach auch und in den Türgriffen schimmert es auch. Und dazu noch unten in den Türtaschen. Und unschwer zu erkennen, der Fußraum ist auch farbig beleuchtet. Und Türgriffe und Türschalen sind auch in der hinteren Sitzreihe beleuchtet. Und beim Licht kann ich wählen zwischen Blau, Orange, Blau, Rot, Grün und Blau und Lila. Ja, und so sieht das Ganze dann in Orange aus.
Ja, bei so einem großen Auto erwartet man natürlich auch ein feudales Platzangebot auf der Rücksitzbank. Das möchte ich euch jetzt gerne einmal demonstrieren und euch auch die Ausstattung ausführlich zeigen. Auch hier hinten ist der Einstieg sehr bequem. Klar geht es ein bisschen nach oben. Ich habe hier noch einen Griff, an dem ich mich hochziehen kann, aber das läuft schon hier. So sieht das aus, wenn ich mit meinen 1,80 Meter hier auf der Rücksitzbank Platz nehme. Erstmal, das ist der Normalzustand. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich habe die Komfortfunktion auch deaktiviert. Ich kann meine Füße komplett unter den Sitz schieben, muss ich aber gar nicht, denn ich habe hier jede Menge Platz, also auch für die Beine. Wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, stoße ich hier auch nicht irgendwie an den Dachholm, sondern ich sitze hier schon sehr bequem. Das Ganze lässt sich variieren. Ich kann den Sitz noch nach vorne stellen, wenn ich denn möchte, und eben auch nach hinten stellen. Dazu kann ich die Lehne, das ist die aufrechte Stellung, die hatte ich eben. Es gibt aber auch noch eine Lounge-Position, das sieht dann so aus. Ich setze mich aber noch mal gerade hin. Kopfstütze kann ich gar nicht ausziehen. Macht aber nicht, zwischen meinen Kopf und den Himmel passen zwei flache Hände. Also ich habe hier auch noch ausreichend Kopffreiheit. Dann machen wir doch gleich weiter mit der Ausstattung. Hier habe ich im oberen Bereich einen Getränkehalter, allerdings ohne Abstandshalter. Da passt mein halber Liter Y-Food übrigens gut rein. Im Übrigen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, der Alex blendet euch mal einen Code ein. Dann könnt ihr online bestellen und bei der ersten Bestellung spart ihr richtig was, egal was ihr dann nun bestellt. Das hier unten ist natürlich genauso groß wie vorne. Wobei ich nicht weiß, ob ich hier wirklich noch eine Literflasche reinkriege, und die Tür ist halt kürzer. Somit haben wir hier nicht so viel Platz wie vorne. Elektrische Fensterheber haben wir auch, allerdings ohne Automatikfunktion. Das heißt, kein Einklemmschutz. Die versenken sich allerdings vollständig, sind getönt. Hier hinten haben wir dann noch eine Ecke. Und wer noch mehr Privatsphäre oder Sonnenschutz haben möchte, kann hier manuell so ein Gitter einhängen. Am Himmel haben wir hier einmal einen Luftausströmer, dazu einen sehr robusten Kleiderhaken und eine Leseleuchte. An der B-Säule hinten ein Haltegriff, der nicht nur beim Einsteigen hilft, sondern auch bei ruppiger Fahrweise. An der Rückseite der Vordersitze, die auch hier hart verschalt sind, gibt es dann ein Dokumentenfach, wo die DIN-A4 Hochkant hineinpasst. In der Mittelkonsole haben wir eine eigene Klimazone für den hinteren Bereich, und die beiden äußeren Sitzplätze sind zweistufig beheizbar. Dazu gibt es hier noch mal USB und USB-C zum Laden und eine richtige 220 Volt oder 230 Volt Steckdose, die ich mit 150 Watt belasten darf. Darunter gibt es dann noch ein Fach, ja, was nicht besonders tief ist und nicht besonders breit. Aber wenn man hier seine Telefone oder Handhelds auflädt, kann man die hier zumindest reinlegen. Im mittleren Sitz integriert ist eine Mittelarmlehne. Die kommt dann wieder mit zwei Getränkehaltern, die jeweils vier Abstandshalter haben. Dann nehme ich wieder meine beiden Musterflaschen, den halben Liter und die 0,33. Die kleine kippelt ein bisschen mehr, kippelt aber auch nicht raus. Die große sitzt hier recht fest drin. Die Mittelarmlehne kann ich natürlich auch als solches nutzen, allerdings im Vergleich zu diesem Riesending vorne ist die fast verschwindend klein. Da muss man sich schon ein bisschen einschränken, wenn man hier mit dem Sitznachbarn sich die Armlehne teilen möchte. Dazu kann ich den Sitz natürlich auch im Ganzen umklappen, da ist aber nur Teppich drauf. Manchmal haben die Amis ja hier dann auch noch Getränkehalter oder so. Ja, ich habe hinten drei Einzelsitze. Gucke ich mal, wie gut ich hier auf dem mittleren Sitz Platz nehmen kann. Also ein Hauch komme ich auf die äußeren Sitzplätze. Jetzt nochmal zurückgewechselt. Hier komme ich aber nicht auf den mittleren Sitz. Das heißt, in diesem Fahrzeug können drei Personen mit meiner Statur gleichzeitig mitfahren und nebeneinander sitzen. Das ist noch nicht mal wahnsinnig eng. Stopp, ich bin noch mal da. Ich stelle mir den Sitz jetzt mal so ein, dass ich hier noch bequem sitzen und reisen kann, und jetzt steige ich hinten ein. Um jetzt in die dritte Sitzreihe einzusteigen, gibt es oben einen kleinen Griff am Sitz, dann kann ich den vorschieben. Hier unten habe ich extra Tritsch, Polsterschalen, was auch immer,
Und oh, dann kann ich hier mit der dicken Winterjacke auch ins Auto einsteigen. Ja, hier hinten in der dritten Sitzreihe ist es jetzt schon muckelig dunkel. Ich habe extra die Leseleuchten nochmal angemacht, damit so ein Hauch von Licht hier reinkommt. Liegt gar nicht am Tageslicht, was langsam schwindet, sondern einfach, dass wir hier ganz viel Schwarz am Himmel haben und an den Seiten und vorne und hinten. Den Sitz hatte ich mir ja eben auf der zweiten Sitzreihe noch eingestellt und bin nach hinten geklettert, auch wenn ich einmal vor euch eingestiegen bin. Aber pst, verrate es nicht weiter, okay? Ich stoße jetzt, wenn ich mich hier hinsetze, schon mit meinem rechten Knie auf jeden Fall gegen den Vordersitz. Ich finde es aber jetzt nicht so wahnsinnig unbequem. Ich kann mir durchaus vorstellen, hier jetzt auch, ich weiß nicht, 1-2 Stunden zu sitzen und mitzufahren. Also für einen 7-Sitzer ist das Platzangebot, finde ich, auch hier hinten vollkommen okay. Ja, hier hinten habe ich auch einen Getränkehalter, allerdings ohne Abstandshalter. Der halbe Liter wackelt hier zwar ein bisschen rum, sitzt aber recht fest drin. Und daneben gibt es dann noch ein kleines Ablagefach. Das ist aber alles harter Kunststoff. Auf der rechten Seite ein bisschen luxuriöser. Da habe ich noch ein größeres Fach, wo ich hier Sachen ablegen kann, den Getränkehalter. Und die Ablage gibt es hier hinten aber auch. Und die Leseleuchte hatte ich eben zwar erwähnt, aber noch nicht gezeigt. Das mache ich mal. Zudem habe ich hier hinten auch noch Luftausströmer für die dritte Sitzreihe. Die Gurtlänge hier hinten ist angenehm, dass man Kindersitze und auch Babyschalen entspannt anschnallen kann. Die Türöffnung ist auch schön groß, allein wenn man ja auch hinten einsteigen muss. Da kann man also auch größere Kindersitze bequem einladen ins Fahrzeug. Nur an den beiden äußeren Sitzplätzen haben wir Isofix-Halterungen, die sich hier einfach auch zwischen dem Lederpolster befinden. Die Gurtpeitschen hier hinten leider nicht starr, sondern so lose. Da könnten dann kleine Kinder Probleme haben, sich selbstständig anzuschnallen. Der Gurt für den mittleren Sitzplatz, der sitzt hier direkt an der Lehne. Ja, ich hatte es eben schon gezeigt und gesehen, wir haben keine Automatik hier hinten bei den Fenstern. Das heißt, ich will gar nicht, aua, wir haben auch keinen Einklemmschutz. Da muss man also vorsichtig sein, wenn man von hinten die Fenster zumacht und hinten kleine Kinder sitzen hat. Nicht, dass die hier ihre Griffe dazwischen haben und sich dann doll wehtun können. Wir haben keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. Der Beifahrer-Airbag lässt sich unterhalb des Lenkrads deaktivieren. Das ist hier aber bei unserem Testwagen irgendwie nicht ganz in Ordnung. Bei beiden Sitzen in der dritten Sitzreihe gibt es Isofix-Halterung. Die Gurtlänge ist ähnlich angenehm lang wie in der zweiten Sitzreihe. Allerdings ist das Einladen der Kindersitze hier in den hinteren Bereich schon ein bisschen hakelig, weil der Sitz zwar hier schon ein Stück vorfährt, aber da muss man dann halt schon ein bisschen verkanten. Die Kindersicherung an den hinteren Türen kann ich aktivieren, indem ich mit dem Schlüssel oder dem Schraubendreher hier rein gehe und einmal überschließe. Dann können die Kinder die Tür nicht mehr selbstständig öffnen. Der Ford Explorer ist ausgestattet mit einer elektrischen Kofferraumklappe. Im Innenraum den Schalter habe ich euch gezeigt. Auf dem Funkschlüssel habt ihr ihn auch schon gesehen. Und dann gibt es hier an der Seite auch noch einen Taster. Und dann öffnet sich die Kofferraumklappe elektrisch. Hier ist ein Bild zu sehen, was mir suggeriert, guck in die Anleitung, dann erzählen wir dir, wie du die Klappe programmieren kannst, zumindest hier in drei unterschiedlichen Dingern, laut Schemazeichnung. Wir haben leider keine Anleitung mitbekommen und es hat sich mir auch hier nicht erschlossen, wie man das macht, aber es scheint wohl zu gehen. Ich möchte euch das zumindest gesagt haben. Ein Einklemmschutz, den können wir auch noch testen, der ist auf jeden Fall vorhanden. Es tut auch überhaupt nicht weh, der greift schön früh. In den Kofferraum vom 2021 Ford Explorer Plug-in-Hybrid passen 1137 Liter. Bei genutzter dritter Sitzreihe reduziert sich das Ladevolumen auf 330 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank hingegen erweitert es oder vergrößert es sich auf 2274 Liter. Dann präsentiere ich euch auch gerne nochmal den Kofferraum. Fängt an mit einer Klappe, das ist ein großes Staufach, unter anderem für das Medipack, aber auch zwei Ladekabel passen hier hinein und noch weitere Sachen. Dieses Fach kann man auch von den Seiten aus öffnen, mit diesen Dingern hier halt. Ne? Dann haben wir Zurösen robuster Natur in die Ladekante eingesetzt. Hier haben wir eine Kofferraumbeleuchtung, daneben noch ein 12-Volt-Anschluss. Und hier so ein klitzekleiner Haken. Auf der linken Seite, die beiden Haken haben wir hier ebenfalls.
und noch das Gitter vom Subwoofer. Dahinter wird sich die Batterie befinden. Um jetzt hier die dritte Sitzreihe einzuklappen, ziehe ich einmal und den Rest erledige ich dann hier über diese Taste. Dann klappt der Sitz entsprechend ein. Und über die andere Taste passiert das dann ebenfalls. Und der Sitz wird eingeklappt. In der Klappe habe ich dann noch zwei Knöpfe. Das ist aber auch alles. Die weitere Ausstattung habe ich euch eben schon auf der dritten Sitzreihe gezeigt. Das sind im Prinzip hier kleine Ablagefächer an den Seiten. Die Taste hier in der Mitte, die steuert beide Sitze gleichzeitig. Also die fahren halt auch elektrisch dann wieder aus. Ja, um die zweite Sitzreihe einzuklappen, muss ich mich ums Auto bewegen. Hier habe ich erstmal einen Knopf für die Kopfstütze und dann hier unten einen Hebel. Und dann wird das Ganze entsprechend umgeklappt. Ich rutsche den Sitz mal nach hinten, dann ist das Loch nicht so groß. Den mittleren Sitz klappe ich hier um, das hatte ich euch schon gezeigt. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn ich alle Rücksitze umgeklappt habe. Eine ebene Ladefläche gibt es nicht. Hier erster Huckel, dann habe ich zwischen den Sitzen noch mal ein kleines Loch und es steigt nach vorne hin auch noch weiter an. Mein 28 Zoll Rennrad kann ich hier ganz entspannt in den Kofferraum legen, wenn ich beide Sitzbänke oder beide Sitzreihen, die beiden hinteren, umgeklappt habe. Wenn ich das Rennrad zerlege, passt es auch so in den Kofferraum, ohne dass ich die zweite Sitzreihe umklappen muss. Wenn man die dritte Sitzreihe nicht benutzt, dann kann man auch einen Sichtschutz hier einbauen. Das ist eine lockere Fläche und die verschwindet da hinten. Problem ist schon so ein bisschen, mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich soeben gerade an den Griff ran und kann das wieder einhaken. Ich denke mal, Personen, die kleiner sind als ich, werden damit schon ihre Probleme haben. Und um das Ganze auszubauen, muss ich dann auch tatsächlich ins Auto klettern. Dann kann ich das zur Seite schieben und ausbauen. Das ist die Halterung und diese Führung muss man da einbringen. Das geht schon gar nicht von außen, sondern da muss ich auch für in den Kofferraum krabbeln. 694 Kilogramm darf ich zuladen, davon darf ich 35 Kilo aufs Dach laden, warum auch immer. Es gibt auch eine Anhängerkupplung und das ist jetzt wieder richtig spannend. Der Plug-in-Hybrid hat eine Anhängerkupplung. Erstmal Stützlast 100 Kilogramm, da darf man also schon richtig was draufstellen. Und damit darf ich Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen. Ein Plug-in-Hybrid darf 2,5 Tonnen ziehen, das finde ich klasse. Wenn der Anhänger gebremst ist natürlich, nur ist er nicht gebremst, hat man das übliche Zuggewicht von 750 Kilogramm. Herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Ford Explorer Plug-in Hybrid in der ST-Ausstattungslinie. Ich bin in der Kraxer Straße und drehe hier. Das Fahrzeug hat einen stolzen Wendekreis von 12,6 Meter. Da muss man schon ein bisschen rangieren. Die Unterstützung der Servolenkung hier beim Rangieren ist aber sehr angenehm. Da braucht man nicht allzu viel Kraft, um das Auto hier mehrfach hin und her zu setzen. Ja, 12,6 Meter finde ich aber vertretbar bei 5 Meter Länge. Wobei 5 Meter Länge auch jetzt gar nicht so dramatisch ist, weil ein Fiesta ist mittlerweile auch 4 Meter lang. Da ist gerade mal ein Meter zwischen. Ein Kollege hat geschrieben, der ist für europäische Straßenverhältnisse grenzwertig. Kann ich so nicht sagen. Also ich finde schon, man merkt hier jederzeit, dass man in einem sehr großen Auto sitzt. Aber es ist auch in deutschen Straßen handelbar. Wir hatten ja hier so ein bisschen Schneechaos in Bielefeld, also für unsere Verhältnisse. Viele Straßen waren nur noch als Einbahnstraßen fahrbar. Ich habe trotzdem hin und her setzen können. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, gut, also was wir hier nochmal machen können, auch wenn ich das ja immer im Stand nicht machen soll. Anderthalb Lenkradumdrehungen, das heißt drei Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Gut, wir fahren Plug-in-Hybrid. Damit fängt das Ganze schon an. Wir haben vier elektrische Fahrprogramme im Prinzip. EV-Auto, Normalbetrieb, da macht er das, was er am cleversten findet. Dann kann ich sagen, EV jetzt, also Batterie elektrisch fahren.
und kann sagen, ich möchte hier den Batteriegehalt quasi erhalten. Und das Letzte ist dann, ich möchte während der Fahrt laden. Während der Fahrt laden habe ich probiert, hat bei mir irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Auf 80 Kilometer habe ich gerade mal 4 Kilometer gewonnen. Jetzt heute auf 15 Kilometer, glaube ich, 2 Kilometer gewonnen. Ja, irgendwie scheint das schon zu funktionieren. Was ich ganz spannend finde, Strom halten. Bin ich gestern vom Bilzerberg nach Bielefeld gefahren und hatte da einen durchaus akzeptablen Verbrauch von 9,5 Litern. Das finde ich okay. Also da kann man wirklich nicht meckern bei so einem Schlachtschiff hier. Ja, dann haben wir diverse Fahrprogramme, also zahlreiche, was mich fast so ein bisschen nervt beim Durchschalten, weil es halt so viele sind und man irgendwie immer in die falsche Richtung dreht. Ich zumindest. Tiefschnee, Sand habe ich ausprobiert, als es so geschneit hat, unbefestigte Straße, rutschig, das sind die drei Offroad-Programme. Dann normal, Eco, bei Eco Achtung, da kann man zum Beispiel nicht den Akku füllen, ne? Dann schaltet sich das automatisch ab. Dann haben wir noch das Sportprogramm, ist klar, und Anhänger bzw. Ladungsbetrieb. Ich schalte jetzt aber mal in das Sportprogramm und setze mich mal hier in meine Pole Position und jetzt wirklich Obacht. Mal sehen, was hier die Traktion sagt. Vollgas. Oh! Ja, und da haben wir die 100 auch schon erreicht. Weit vor dem 70-Schild. Von 0 auf 100 in Laborbedingungen geht es in 6 Sekunden. Und das muss man sich mal klar machen. Das Auto wiegt 2,466 Tonnen leer. Mit mir, ne, fast 2,5 Tonnen, nein, über 2,5 Tonnen. Und trotzdem schafft er es, dieses Fahrzeug, also der Systemstrang, dieses Fahrzeug von 0 auf 100 in 6 Minuten zu beschleunigen. Hier einmal Ford üblich, die ganzen Schalter sind hellblau hintergrundbeleuchtet, findet man also auch sehr schön im Dunkeln wieder, wenn man sie nicht eh schon kennt und weiß, wo die Schalter halt sitzen. Ja, von Sport in Eco zu schalten, von den Fahrprogrammen, ist sehr spaßig, weil du denkst, das Auto ist plötzlich kaputt. In Sport läuft der Verbrenner mit, du hast sofort die Kraft der beiden Motoren, zumindest solange du noch Strom im Akku hast. In Eco, jetzt fahre ich gerade batterieelektrisch, das geht im Übrigen bis zu einer Geschwindigkeit von 135 km/h, während die Höchstgeschwindigkeit von diesem Wagen bei 230 km/h erst erreicht wird. In Eco ist es ja jetzt das Fahrpedal und ja, nimmt kaum Gas an, sage ich mal. Sicherlich, wenn ich es jetzt durchtrete, kommt irgendwann der Kickdown. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Die Kraft ist da, wenn man sie braucht. Aber im Normalbetrieb ist das jetzt eher verhalten. Ich bin im EV-Betrieb mal einen Berg hochgefahren. Das ist hier auf der 1 vom Bilsterberg Richtung Bielefeld. Da ist er dann tatsächlich immer langsamer geworden, ne? Zur Bergspitze hin. Da hätte er wohl ganz gerne den Verbrenner noch mit an Bord gehabt. Gut, das ist jetzt hier meine Fahrwerkstrecke. Ich setze den Tempomaten mal auf 55 km/h. Und ihr werdet sehen, schon bei den ersten Dehnfugen, ihr seht es jetzt schon, ich kriege die voll mit, also im Gestühl kommt jetzt nicht so viel an, wohl aber im ganzen Auto. Das gilt hier auch für die ganzen Wellen in der Straße und die tieferen Wellen, die dann so ein bisschen Schlaglochcharakter haben. Im Sitz kommt jetzt nicht wirklich was an, das ist schon bequem, aber im ganzen Auto spüre ich halt schon die Unebenheiten der Straßen. Soweit ich das beurteilen kann, ist das ja so ein Verständnis der Amerikaner. Die brauchen kein weiches Fahrwerk, ne? Die haben ganz schlechte Straßen, das stört die alles nicht. Die fahren halt hier so ein Panzer und erwarten gar nicht, dass der viel komfortabler ist. Aber durch die Sitze wird das Ganze halt schon noch ein bisschen komfortabler, als es das Fahrwerk eigentlich zulässt. Für ein SUV, ich sag mal, ist das schon in Ordnung, ne? So, dass das alles ein bisschen straffer ist hier. Ja, wir haben ja eine Systemleistung von 457 PS. Der Elektromotor befindet sich im Getriebe. Somit kann der auch den Allradstrang antreiben. Also batterieelektrisch könnt ihr genauso mit Allrad fahren, wie halt wenn der Verbrenner läuft oder wenn eben beide Systeme ihre Systemleistung auferdieren, sodass man dann die volle Leistung von 457 PS hat.
Aber selbst wenn der Strom mal knapp ist, der V6 Benziner leistet ja auch 363 PS und das reicht halt auch noch locker hier, um 2,4 Tonnen Trockengewicht zu bewegen. Im Gegenzug halt der Elektromotor 75 kW, 102 PS. Das meinte ich halt, ne, wenn du eine hohe Steigung hast, dann kann er schon mal Probleme kriegen, das schwere Auto zu bewegen. Es geht aber schon und in der Regel kannst du ja auch sagen, zack, hier Benziner dazu. Oder er schaltet im Automatikmodus den Benziner einfach dazu und dann ist alles gut. So, jetzt bewege ich mich nochmal in das Sportprogramm. Ja, und bumm, setze ich den Laster vor mich, ne? Autobahn sieht auch nicht wirklich frei aus. Ja, auch wenn ich hier jetzt wirklich nicht Vollgas fahren kann, es reicht ja, um mich so ein bisschen aus dem Sitz tragen zu lassen. Der Sitz bietet mir, so feudal und bequem er auch ist, durchaus ein bisschen Seitenhalt im oberen Bereich. Ich habe den adaptiven Tempomaten jetzt mal auf 100 gesetzt. Der Wagen dreht bei ca. 1700 Umdrehungen. Windgeräusche nehme ich so nicht wahr. Und den Motor halt auch nicht. Ich habe jetzt extra nochmal in den Lade, den Akkumodus gestellt, dass der Verbrenner auch mitläuft, sonst ist das Ganze ja so ein bisschen witzlos hier. 120 im 10. Gang, dann immer noch unter 2000 Umdrehungen, 1800 würde ich schätzen, sind das jetzt. Der Wagen läuft immer noch schön ruhig. Interessant ist, er verfügt über Active Noise Cancelling. Das heißt, das Auto versucht im Innenraum Störgeräusche wie vorbeifahrende Autos zum Beispiel zu identifizieren und dann mit so einem Gegenschall zu arbeiten. Man kennt das ja von den Kopfhörern und somit soll das Fahrzeug dann deutlich ruhiger laufen. Ich meine das auch feststellen zu können hier mit den Lastern. Du fährst auf den Laster zu, erst hörst du, ne, die ganzen Abrollgeräusche und sobald du dran vorbei fährst, schafft er das irgendwie ganz gut, die wegzudrücken vom Ton her. Und wenn du dann ihn hinten quasi an der D-Säule hast, rechts, dann hörst du ihn wieder ein bisschen mehr. Das ist ganz lustig. 140 im 10. Gang, dann bei gut 2000 Umdrehungen. Jetzt setzen die Windgeräusche ein, aber alles noch vertretbar. Meine Stimme muss ich nicht heben. 160 dann im 10. Gang bei etwas über 2000 Umdrehungen. Jetzt haben die Windgeräusche doch schon deutlich zugenommen. Meine Stimme muss ich noch nicht wirklich heben, fange aber so leicht damit an. Aber hey, 160 bei so einem Fahrzeug ist doch auch eine entspannte Reisegeschwindigkeit quasi. Ja, und das sind jetzt 180 gut 2400, 2500 Umdrehungen pro Minute. Jetzt sind die Windgeräusche schon so laut geworden, dass ich meine Stimme deutlich hebe. Zumindest wenn ich hier zu zweit oder zu viert unterwegs bin, wäre mir das zu schnell bzw. einfach zu laut, trotz Active Noise Cancelling. So, jetzt kleine Auflockerung von den Fahrgeräuschen. Einmal hier durch den Doppelkreisel. Und ich kann nicht sagen, dass ich hier wirklich das Gewicht des Fahrzeugs beim Lenken spüre oder beim Fahren. Der fährt sich halt schon ziemlich souverän. Klar, das war jetzt keine große Geschwindigkeit, aber ich muss ja so ein bisschen auch auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten und das Wetter. Und das Wetter berücksichtigen. Ich fahre jetzt hier noch mal eine Runde. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Oder kommt es mir nur so schnell vor, wie ich hier fahre? Hoppla, hier ist noch Schnee auf der Straße. Dann fahren wir ein bisschen vorsichtiger. Also, ich will nicht sagen, dass man hier auch sportlich fahren kann, ne? Also außer geradeaus. Aber er lässt sich zumindest sehr einfach fahren. Das finde ich, kann man festhalten. Ja, ganz kurz noch was zur 10-Gang-Automatik. Man merkt ja, ich behalte hier trotzdem auch bei höheren Geschwindigkeiten niedrige Drehzahlen. Das kommt natürlich dem Verbrauch zugute. Ich finde die beim Anfahren sehr ruppig. Also wir waren ja wie gesagt eingeschneit und ich musste aus so einer Schneewehenparkbucht rein und raus.
und muss dann immer so ein bisschen hin und zurück setzen. Hinten war mir ein Schneehügel, vorne ein Auto. Und da fand ich das schon immer, er ist immer schon sehr nah auf das Auto raufgebockt halt, ne? Weil du das nicht mit mehr Gefühl, also wie so eine Anfängerkupplung teilweise, aber halt nur beim Anfahren. Sonst schaltet das Getriebe sehr unauffällig, auch sehr ruhig und dafür, dass es ein Wandler ist, wirklich richtig schön ruhig. Ja, der WLTP-Verbrauch ist mit 3,1 Liter angegeben, Nefts liegt bei 2,9 Liter, das ist natürlich total witzig. Ich bin vom Bilsterberg, habe ich eine Effizienzfahrt nach Bielefeld gefahren, 86 Kilometer mit vollem Akku bin ich losgefahren, allerdings bei minus 6 Grad und die batterieelektrische Reichweite hat 35 Kilometer gehalten. Das finde ich gerade für minus 6 Grad recht ordentlich. Wobei ja die Reichweite generell nur mit 42 Kilometern angegeben wird. Also von daher finde ich, ist das schon recht ordentlich. Ich bin dann in Bielefeld angekommen mit einem Verbrauch von 7,9 Litern. Gestern bin ich mit dem Batteriehaltenprogramm nach Bielefeld gefahren und bin mit 9,5 Litern angekommen. Und da sieht man schon, man kann das Auto also auch ohne den Akku leer zu fahren. Der hat also immer nur den Strom, der gekommen ist, hat er wieder verbraucht, mit unter 10 Litern bewegen. Und das finde ich halt schon interessant bei so einem Schiff, was ohne Dieselmotor auskommt, also was mit einem Verbrenner ausgestattet ist. Generell habe ich hier noch einen Verbrauch über 2800 Kilometern, davon 500 Kilometer Batterie elektrisch, 12,5 Liter. Ich bin den Wagen insgesamt jetzt knapp 600 Kilometer oder nicht ganz 600 Kilometer gefahren, davon 127 Kilometer Batterie elektrisch mit einem Verbrauch von 11,9. Und jetzt hier unsere Fahrt mit dem Beschleunigen und Tacho-Video, da komme ich auf 13,4 Liter. Also ich sag mal so, wenn man sich zusammenreißt, nicht mal zusammenreißt, sondern wenn man das Auto entspannt fährt, kann man den meines Erachtens auch ohne, dass der Akku jetzt ständig aufgeladen wird, unter 10 Litern bewegen. Wenn man regelmäßig auflädt, dann auf jeden Fall. Spannend ist natürlich Fahrten in der Stadt, die man mit so einem Ungetüm macht, Batterie elektrisch zu erledigen, weil das senkt natürlich den Verbrauch im Ganzen, weil in der Stadt auf der Kurzstrecke ist klar, verbraucht der sonst hier halt richtig. Noch kurz was zu den Bremsen. Wir haben natürlich Scheibenbremsen rundherum. Im ersten Schritt bremst natürlich der Elektromotor im Getriebe mit, erzeugt so Strom durch die Bremsenergie. Und ab wann das einsetzt, kann ich nicht sagen, spüre ich auch nicht im Bremspedal. Die Bremse hat einen guten Druckpunkt, man kann sie auch sehr fein dosieren und die Bremsen greifen gut, Häkchen dran. Die Bremsen machen halt einen souveränen Eindruck, fertig. Ja, mein Fazit hier zu dem Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang, ganz generell, wir haben Leistungsgewicht von 5,4 Kilogramm pro PS, hört sich erstmal gar nicht so doll an, aber wenn man sich dann überlegt, dass der wirklich hier von 0 auf 100 in 6 Minuten das Ding anschiebt, das finde ich schon ziemlich imposant, wobei es mir darum gar nicht gehen würde. Ich finde schon die Idee eines Plug-in-Hybriden in diesem Dickschiff sehr interessant, weil ich mir ganz sicher bin, dass man Verbräuche unter 10 Liter realisieren kann. Man hat trotzdem eine Anhängerlast von 2500 Kilogramm und der fährt sich halt auch wie ein PKW. Also wenn man es mal gewöhnt ist, dass man ein bisschen größere Autos fährt. Aber der fährt sich wie ein PKW im Vergleich zum Beispiel zu meinem Chevy. Und ich bin den gern gefahren. Kommen wir zu den Assistenzsystemen. Adaptive Tempomat ist gesetzt. Ich fahre hier auf eine Kolonne auf, die deutlich langsamer fährt. Und er hat mich trotzdem sehr sanft runtergebremst. Das finde ich sehr angenehm. Wenn ich jetzt versuche, wieder zu beschleunigen, ich setze mal den Blinker, passiert gar nichts. Ich ziehe rüber auf die andere Spur. Und erst wenn ich wirklich komplett aus dem Radarschatten raus bin, dann fängt das Auto wieder an zu beschleunigen. Ich gebe aber zu, im Moment habe ich hier ein bisschen mitbeschleunigt, um den rückwärtigen Verkehr nicht aufzuhalten. Der adaptive Tempomat, theoretisch funktioniert das super. Ich kann natürlich auch den Abstand verändern. Aber er ist sehr konservativ eingestellt, was das Ausscheren angeht. Man muss wirklich aus dem Radarschatten raus und selbst dann, manchmal, wenn man sich in der Kurve befindet, verhält sich das Auto ein bisschen seltsam. Ja.
Ich habe zwei Arten des Spurhalteassistentens. Einmal der, der einfach nur verhindert, dass ich aus der Spur getragen werde und der dann hin und her schlingert. Hier über die Lenkradtaste am Lenkrad kann ich dann aber auch dafür sorgen, dass das Fahrzeug mich konsequent in der Mitte der Spur hält, also auch stets mitlenkt, auch bei Kurven, und somit bin ich dann entlastet, gerade bei längeren Strecken. Die Verkehrszeichenerkennung, die mir hier tapfer 130 anzeigt, greift definitiv auf Kartenmaterial zu, was veraltet ist, weil hier ist längst kein 130 mehr. Die anderen Tempolimits, die es anhand von Schildern erkannt hat, die habe ich allerdings auch gesehen, und das hat sehr ordentlich funktioniert. Ja, zu guter Letzt haben wir auch noch einen Totwinkelwarner. Der warnt mich ein paar Fahrzeuglängen, bevor sich die Fahrzeuge überhaupt erst in meinen toten Winkel schieben. Das finde ich gut und das macht auch einen guten Eindruck. Somit sind alle vier Assistenzsysteme, die ich immer fordere, mit dabei. Die Verkehrszeichenerkennung mit leichten Schwächen, weil sie auf altes Kartenmaterial zugreift. Und der Tempomat. Der Adaptive macht seine Sache eigentlich gut, bloß eben das Rausbeschleunigen aus einer, oder das automatische Rausbeschleunigen aus einer Kolonne, das finde ich, wäre optimierungswert. Ja, Kinder, das war's auch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum niegelnagelneuen Ford Explorer Plug-in-Hybrid in der ST-Ausstattungslinie, den wir euch vorgestellt haben. Ja, zum Ende immer so zwei negativ, zwei positive Punkte. Kann ich so im Moment nicht greifen, fassen. Was ich sagen möchte ist, man merkt den Explorer sofort an, dass es ein Auto aus dem amerikanischen Markt ist. Wer amerikanische Fahrzeuge schon mal gefahren ist und das auch nicht schlimm findet, der kommt mit dem Fahrzeug sofort klar. Leute, die eher im deutschen Segment bisher unterwegs waren, werden sich ein bisschen umstellen müssen, was das Fahrwerk zum Beispiel angeht. Da ist ja schon recht holperig, was das ganze Interieur angeht. Das ist zwar Ford, aber man merkt es halt schon, diesen amerikanischen Touch da drin. Das ist nicht negativ gemeint, aber für viele, die es nicht gewohnt sind, mag es befremdlich wirken. Positiv bei dem Auto finde ich die Anhängelast. Ein Plug-in-Hybrid, der 2,5 Tonnen ziehen darf, finde ich richtig klasse. Hervorheben möchte ich das B&O Play Soundsystem, was sehr ordentlich ist und serienmäßig mit dabei ist. Und mein persönliches Highlight, und ich freue mich halt über Kleinigkeiten, ist die Sitzmassagefunktion, die mir auch noch die Pobacken massiert. Also ich finde es wirklich klasse, das ist kein Witz, das ist richtig cool und komfortabel. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung da draußen. Ach so, positiv finde ich auch noch, hoppla, habe ich ganz vergessen, den Verbrauch tatsächlich. Ein Schiff, 2,4 Tonnen. Was ich mit unter 10 Litern bewegen kann und nicht, indem ich den Strom leer fahre, sondern indem ich einfach nur den Strom halte. Das finde ich schon klasse. Also diese Plug-in-Hybrid-Lösung, die Ford da gebastelt hat, die finde ich schon richtig ordentlich. Finde ich gut. Und klar kann man sagen, boah, immer noch 10 Liter für so ein Auto, aber für so ein Auto halt, ne? Das muss man sich überlegen. Ich finde das schon sehr ordentlich. Gut, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung da draußen, gerade weil es kein Allerweltsauto ist, sondern ja schon so ein bisschen was Besonderes. Freue mich auf eure Kommentare. Ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns immer über einen Daumen nach oben. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das mal eben, ne? Und Glocke anschalten natürlich. Ich verabschiede mich jetzt wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ihr kennt das übliche YouTube-Spielchen. Links und rechts oben findet ihr zwei Videos von uns, die genauso toll sind wie das, was ihr eben gerade gesehen habt. Klickt auf das Logo und dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und kriegt kostenlos immer Updates, wenn wir ein neues Video einstellen. Wenn ihr uns tagesaktuell begleiten wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Die Links findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Macht's gut und bleibt gesund da draußen.